Hallo Tischtennisfreunde und herzlich willkommen zur neuen Spielanalyse. Ja, diesmal analysiere ich mein erstes Spiel überhaupt, was ich auf YouTube hochgeladen habe, nämlich mein Spiel von der westdeutschen Endrangliste in Kreuzau vom 20.09.2015 gegen Robin Malessa. Er hat damals dritte Bundesliga beim 1. FC Köln gespielt und ein QTTR von 2279 gehabt. Ich hatte damals über 200 Punkte weniger, nämlich 2058, war somit natürlich klarer Außenseiter. Und ich muss auch sagen, normalerweise spielt Robin auch so bestimmt zwei Klassen besser als ich. Und ich habe keine Chance. Aber an diesem Tag war er nicht in Bestform und ich habe sehr gut gespielt. Und wir haben auch generell das erste Mal überhaupt gegeneinander gespielt. Insofern kam er nicht so gut mit meinen Noppen zurecht und mit meinen Aufschlägen. Und deswegen hatte ich an diesem Tag eine wirklich realistische Chance. Ja, meine Taktik war auf jeden Fall, sehr aktiv zu spielen, viel anzugreifen. Ja, insbesondere nach meinem eigenen Aufschlag, aber auch manchmal schon seinen Aufschlag direkt mit der Vorhand anzuziehen, damit er sich nicht an einen passiven Rückschlag und ein passives Spiel gewöhnt. Jetzt können wir schauen, wie mir das im ersten Satz gelungen ist. Hier nutze ich direkt die Chance, seinen Schupfball zu attackieren, auch wenn ich es mit einem Hebelball mache und der wahrscheinlich eher mit einem Topspin gerechnet hat. Und hier komme ich dann zu einem Topspin mit Spin, wo er den dann über den Tisch spielt. Ja, auch meine Abwehr kommt solide im ersten Satz. Ich kriege Unterschnitt rein. Variiere aber auch mal, dass ich mit wenig Schnitt abwehre, dass er mal drüber zieht. Insofern ganz guter Mix aus Angriff und Abwehr. Und bei meinem Aufschlag wirklich habe ich versucht anzuziehen, um so die Punkte zu machen. Und dann auch mal, wie ihr hier sehen könnt, direkt seinen langen Aufschlag mit der Vorhand angezogen, statt einen passiven Rückschlag zu spielen. Damit hatte er wirklich Probleme, wenn ich mit viel Spin angezogen habe. Insofern konnte ich ersten Satz überraschend deutlich mit 11-6 gewinnen. Aber es heißt natürlich noch nichts. Natürlich war ich immer noch klarer Außenseiter in diesem Spiel. Aber habe wirklich Glück, dass Robin mit meiner Schnittvariation nicht gut zurechtkam und oft nicht gesehen hat, ob Schnitt drin ist oder nicht. Und ich dann auch gut auf den Beinen war, oft mal aus der Mitte gegengezogen habe. Ja, und dann gut variiert habe zwischen mal wenig Schnitt und viel Schnitt in der Abwehr. Und da hat Robin sich dann, wie ihr sehen könnt, ein paar Mal verschätzt, aber er hat mich ein paar Mal mit einem langen Aufschlag in die Vorhand bekommen. Das werdet ihr gleich noch sehen. Und wenn er mal wirklich gut stand und gesehen hat, wie viel Schnitt dran war, dann hat er natürlich auch einen festen Topspin gezogen, wo ich richtig Probleme mit hatte. Aber das war diesem Tag nicht so oft der Fall. Und da hat er mich schon wieder mit seinem langen Aufschlag in der Vorhand erwischt. Und dann direkt einen Schussball hinterher. Also heißt es für mich natürlich wieder aktiv sein. Ich ziehe schön mit Spin vor, setze dann gut nach. Führt überraschend mit 2-0. Und habe hier auf einmal die Möglichkeit, das Ding mit 3-0 zu gewinnen. Und muss natürlich weiter aktiv spielen. Ihn jetzt auch nicht reinkommen lassen, dass er sich zu sehr an die Noppe gewöhnt. Weil er spielt jetzt schon ein bisschen besser auf die Noppe. Macht nicht mehr so die leichten Fehler. Also heißt es auch, in meiner Abwehr ein bisschen riskieren, nicht zu hoch abzuwehren. Auch ein bisschen beim Auf- und Rückschlag variieren. Jetzt habe ich erstmal einen Treibball mit der Noppe gespielt und danach erst angegriffen. Ja, den Ballwechsel kennt ihr vom Anfang. Der war wirklich sehr wichtig hier in diesem dritten Satz. Da musste ich mich auch extrem viel bewegen, um weiterhin mit der Vorhand angreifen zu können. Und da er so entscheidend war, schauen wir uns ihn auch als einzigen Ballwechsel mal in Zeitlupe an. Ja, hier bin ich nämlich in der Defensive, spiele so einen Vorhand-Fischball, nochmal ein, dann wechselt er in die Rückhand, ich wehre ab und jetzt ist es wichtig, dass ich nicht passiv bleibe, sondern angreife, schön mit Spin,
dann von oben nachsetze, er zieht gegen, ich ziehe nochmal gegen, kurze Topspin Rally. Da ist er aber im Vorteil, deswegen wechsle ich in die Rückhand. Und jetzt aus der langen Vorhand schaffe ich es dann, nochmal diesen Topspin mit der Vorhand zu nehmen und aktiv zu bleiben, damit er dann nicht selbst die Chance bekommt, zu übernehmen, und macht dann auch den Punkt. Ja, dieser Ballwechsel hat mir natürlich ordentlich Rückenwind gegeben. Dann noch ein leichter Topspin-Fehler von ihm hinterher. Ein direkter Aufschlagpunkt, und es ist alles möglich hier in diesem dritten Satz. Aber hier kann man sehen, er hat sich jetzt auf meine Abwehr eingeschossen. Ja, und auch wenn ich ihm einfach nur einen Rückschlag in die Rückhand gebe, dann nutzt er ihn und greift an. Also muss ich weiterhin aktiv sein, auch mal direkt seinen Aufschlag attackieren, um hier dann zu gewinnen, diesen dritten Satz. Und ich schaffe es dann auch, greife weiterhin gut an, gewinne überraschend mit 3-0. Aber wie gesagt, Robin war wirklich nicht in Bestform. Und ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen. Das Video hat euch gefallen. Ich würde mich wie immer über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank.